Hallo, Hallöchen, hier bei Hertha Geek, Freunde. Schön, dass ihr euch das Video gönnt, sage ich mal. Und der Countdown, ja, der Countdown läuft, die Bundesliga startet. Und ja, also grüner Hintergrund, nicht so nice, wa? Also, wenn ich hier schon einen vom Besten gebe und was erzähle, Orakel, wie auch immer, dann will ich doch auch einen geilen Hintergrund haben. Zum Beispiel, Stadion wäre geil. Ja, haha, ja, im Stadion, da ist es schön. Ja, hier riecht's richtig nach Bundesligaspiel. Ja, ich habe heute auch gerade die Info bekommen, Tickets gehen an Start, Zuschauer sind wieder zugelassen. Jeppadu. Und es gibt nichts Geileres. Ja, auch ein bisschen fröstelt's mich. Ich würde sagen, wir brauchen einfach ein Studio-Hintergrund. Ah, okay. Damit kann ich leben. Damit kann ich arbeiten. Und Moment, da kommt gerade ein An. Hallo? Ja? Was? Herr K. Kennen wir? Ah, okay. Ja, wie kann ich helfen, Herr K.? Nee, nee, nur Hertha. Berlin. Was? Berliner Verein. Viktoria. Wie? Was? Andere? Ach so. Ja, Union. Union ist auch noch. Ja, alles Berlin. Nee, nee. Heißt der Hertha-Geek. Und nicht Berlin-Geek. Aha, verstanden. Ja, super. Super, super. Was das hier soll? Ja, frage ich mich manchmal auch. Ha, nee, aber ja, wir orakeln. Ja, wir haben immer so ganz tolle Sticker. Firma Tops. Ja, wie von Panini. Ja, das sind die großen Firmen, richtig. Und genau. Haben Sie schon mal. Haben Sie ein WM? Nein. EM. WM. Hatten wir ja nicht, die EM. Darf ich Sie. Ja, sorry. Ja, genau. Ja, da haben Sie das schon mal gesehen in so einem Video. Ja. Pro Halbzeit 10 Sticker und wenn Hertha gezogen wird, yeah, freuen wir uns alle. Tor, ja. Ja, Sie haben aufgepasst. Genau. Glitzer, 2 Tore. Ja, und dann eben entsprechend auch Gegner, ne? Wenn die so und so weiter, ne? Gezogen werden. Ja. Ja, richtig. Ah, okay. Ja, nee, ansonsten, ja, bisschen härter Talk. Ja, bisschen dumm quatschen. Über härter. Ja. Ach so, interessiert sie nicht so. Ah, okay. Aber, sind nun mal härter Geek. Ja, bisschen neue Gegner, alte Gegner, so bisschen drumrum und so, ne? Ah, okay. Ja, gut. Was? Okay, ist da nichts für sie. Naja, ist ja nicht schlimm. Okay, Herr K. war das, ne? Herr K., machen Sie es gut. Tschüss. Also, ich nehme mal lieber die Dinger wieder raus. Ich wusste eigentlich gar nicht, dass ich sie so drin halte. Naja, Gewohnheit. Menschen gibt es ja, der Karl. Ja. Nee, also wenn hier einer hilft, dann ist es ja wohl die liebe Nicole. Ja, meine Partnerin. Die Fee, die dann quasi die Sticker so ziehen kann, aufreißen kann, rausholen kann und so weiter. Ja, also wenn sie Zeit hat. Ja, also sie ist gern eingeladen. Vielleicht gibt es ja doch mal andere, die auch härter mögen. Ja, werden wir mal sehen. Okay. Ja, warum ich jetzt eigentlich hier was sagen wollte oder das Video mache, besser so, ist, ich habe, Leute, ich habe ein Display mit den beliebten Stickern, von denen ich gerade geredet habe. Ja, die brauchen wir zum Orakeln, ja. Bekommen. Über ein Versandhaus, einem großen Versandhaus, ja. Ich will jetzt keinen Namen nennen, ist auch egal. Und ja, es ist leider, wie man noch wirbt, hier 20, 21. Saison noch die alten, ja, aber die neuen gibt es ja noch gar nicht. Die kommen erst im September raus und da, ja, die ziehen immer ein bisschen hinterher, Ende September, soweit ich weiß, weil, naja,
Transferperiode, ja, und so weiter. Die müssen ja dann in Druck und das dauert dann immer ein bisschen. Ja, deswegen zieht sich das nach. Ich habe irgendwie auch gehört, dass wenn einer die sammelt, auch mit diesem Album, ja, ich glaube, das ist dann irgendwo auch drin in großen Tageszeitungen, so Ende September, Oktober, ja, mit zwei Päcken Sticker oder so. Ja, also da wird schon richtig hier die Werbetrommel gerührt und so. Ist ja ein Klassiker. Ich habe das als Kind geliebt, deswegen ist es ja auch so ein Ding von mir. Da will man einfach noch Kind bleiben, so Sticker zu sammeln. Und ja, das verbinde ich eben mit Hertha, Orakel und so weiter. Und deswegen mache ich das hier auch überhaupt. Okay, Freunde. Ich muss noch ein loswerden. Hier sieht man ja immer auf der Box mit den Stickern. Ich kann ja mal auch mal so aufmachen. Auf der Box mit den Stickern sind immer die großen Vereine. Ja, also da ist ja Bayern drauf, Leipzig, ne? Und Leverkusen, Gladbach, Dortmund nicht zu vergessen und Schalke. Was ist denn da schiefgegangen? Oh Leute. Ja, es tut mir leid. Ich will nicht lachen, mache ich nicht. Weil wir waren ja auch im Abstiegskampf. Wir hätten da auch absteigen können, aber haben wir ja nicht. So, das ist so ein Display. Ich zeige es nochmal für die, die es gar nicht kennen. Und das ist so ein Packen, ne? Und da sind jetzt immer 10 drin. Ich glaube, früher waren da 5 drin, jetzt sind 10. Kann man für einen Taler überall bekommen. Ja, beim Späti oder Zeitungskiosk und wie auch immer. Und genau, damit wird orakelt mit quasi jeweils 10 Karten, also ein Packen pro Halbzeit. Und dann wird das richtig Spaß machen. Ja, ich freue mich drauf. Okay, gegen Köln geht es dann los. Ja, gegen Köln zeitig davor natürlich. Orakel ist ja mal vorm Spiel. Natürlich, macht sonst keinen Sinn. Geht's los. Und ja, ich würde sagen, einfach das Abonnieren nicht vergessen, sonst verpasst man ein Orakel. Und das wäre ja nicht so nice, oder? Genau. Und ja, dann höre ich jetzt einfach auf zu reden. Habe ja auch genug geredet. Haha. Nachher klingelt sie noch und da rufen noch irgendwelche Leute an. Also, nee, Quatsch. Okay, dann sage ich mal, bleibt sportlich, bleibt gesund und wir sehen uns dann gegen Köln mit dem ersten Orakel. Ciao.